That must be Gelvobod. They look nearly ready to strike the caravan. Thankfully, we're completely ready. Let's make this quick. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles X. Beim letzten Mal haben wir Professor B von Gutt und seinen Leuten gerettet. Hieß der Typ Gutt? Ich glaube, irgendwie sowas, ne? Ist auch egal. Auf jeden Fall in diesem Part will ich eine weitere Harmonie-Mission machen, und zwar die mit HB. Ich habe jetzt mit den dreien hier Harmonie aufgebaut, bis zu 2 Herzen, die ich jeweils für ihre Harmonie-Mission brauche. Und ich fange jetzt einfach mal mit HB an. Aus Gründen, die ich selbst nicht verstehe, aber egal. Let's go. Have you heard the latest scuttlebutt from the general rabble? Rumors are flying that Commander Vandam's successor is going to be one of the two of us. I intend for it to be me. I'll work my way up and drag Blade kicking and screaming into the modern era. Nimm die Herausforderung an und mache ihm deutlich, dass du ihm die Stelle nicht kampflos überlassen wirst. Alles klar. Machen wir das. That's what I expect from my rival. It should be an exciting race to the top. Oh, I'm almost giddy. In the meantime, let's continue our record of one perfect mission after the next. Okay, können wir machen. Was auch immer das beinhaltet. Das werden wir sehen, so. Okay, Nopal im Wohnviertel. Dann bin ich ja schon richtig. Dann laufe ich ja noch gerade mal schnell hin. Scheint nicht allzu weit weg zu sein. Oder da hinten. Ja, ist okay. Das ist vollkommen okay. Den haben wir hier. Erio? Oh. Ist eine Mission mit Erio schon wieder. Die können wir später mal annehmen. Also, das war die Definianerin. Nur in einer anderen Form. Okay, merken wir uns das am besten. Warum nicht? Was haben wir hier noch? Kennen wir den? Kann schon sein, diese ganz komischen Namen. Egal, gucken wir später mal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Harmonie-Mission. So, mit dir müssen wir sprechen. For you. I spoke to Eleonora. I take it you're the Nopon who has been asking after me? Huh? Glass's friend is HB? The scope of my fame is terrifying. My name has become a chorus across races. Friends of Ulala always talk about an amazing man with 200 IQ. And prone speak of combat skills. Say you fight anything, that no creature is too fierce. Yes, all true, I'm afraid. My partner here will attest to it. Total. Ich. Ja, komm. Machen wir abschalten. Jealousy is an ugly thing. You really must learn to control it. Now, what was it you needed? I'll do anything within my power. Which is anything. That worked just like Eleonora say! Butter up Glass's man with random flattering, and he do any job Ulala wants. Quiet, fool! Earth alien is falling for it. Do not be so honest. Hmm? What's this about honesty? Just another fine trait of friend HB. Ulala and tentacle friend have job only amazing man like HB can do. Recently, terrible prone people are hurting poor Nopon. It is Blood King Gelvobod. Even among Cavern Clan, his brutality is known. The name says it all, I suspect. Few days ago, Bloody King attacked caravan on trade route and roast everyone.
This barbarian must be brought to heel as soon as possible. But Bloody King is clever. No one knows where his super secret base is. Hiding in shadows, tormenting the weak. Typical cavern scum behavior. Lala heard Pathfinder friends good at gathering info, came to seek help finding Bloody King. Well, we are the eyes and ears of Blade. All of Mira is our backyard. I'll have a look on Frontier Nav straight away. Right. I'd say we found our base. Amazing! My clansmen looked everywhere. Found nothing. What magic is this? Just the magic of hard work and diligent data probe installation. All the answers are just a click away. But for now, I have a despot to topple. Friends do that for Poolala? Poolala heard fighting was Harrier job. I don't trust anyone else to finish what I've started. I'll see it through. Well, I and my new assistant here. Isn't that right? Frage HB, ob er ernsthaft den Harriern eine Mission wegnehmen will. Mir stimmt zu. I'm glad I asked you for help in this matter. Some Blades cling to that obsolete system of segregated divisions. It does my heart good to see that you are not one of them. Bringing this Blood King to justice will be yet more proof that I am correct on this. Wir machen ja sowieso alle möglichen Missionen, von daher juckt es mich nicht. Okay, 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 okay. Also Noctilum. Dann let's go, let's go. Wir müssen einen Typi fertig machen. Einen Prone. Na gut, sollte ja nicht allzu schwierig sein, denke ich. Ich denke nicht. Vor allem ist es 32er Mission, oder? 32? Und das sind 30. Ist auch egal. Locker easy, locker easy. Gar kein Problem. So, da vorne. Steige ich kurz in meinen Scan und fliege nochmal rüber. So, was wollen die da? Nichts Besonderes, die fliegen einfach rum. Alles klar bei denen, alles klar bei denen. So, da vorne ist mein Ziel. Ist das? Hier unten. Hier unten, okay. Da stehe er ja. Na dann sprechen wir mit ihm. Geht's ihm gut? Sieht nicht so aus, ne? Help, please help. Blood King, still hungry. The Donga Caravan, next target. He's gone. We couldn't save even one of them. We should hurry to that caravan. I'll not permit another fragile life to be snuffed out by this monster. Sage HB, dass du genauso wütend bist wie er. Auf jeden Fall. Anger? Yes, I suppose I got emotional there. Not like me, I know. I blame it on your bad influence. I'm sorry. Forgive me. I'll be back to my usual self by the time we catch up to the Blood King. We'll complete the mission with our usual precision. Alles klar, sollte ja kein Problem sein. Wie gesagt. Aber es sind ja noch mehr. Die habe ich gar nicht gesehen. Holy shit. Holy shit, Leute. Will der mich verarschen? Alter. Das kann man nicht machen. Da will wohl unbedingt jemand verprügelt werden. Ich sehe schon kommen. Zur Karawane, ne? Da porte ich mich aber lieber. Das ist ein bisschen weit weg. Okay. So, ich hoffe, der hat die Karawane noch in Ruhe gelassen. Nicht, dass er auch noch Dings erwischt hat. Koko? Hieß die Koko? Ja. Ich meine schon. Das würde Tatsu, glaube ich, nicht so freuen. Hallo? Moment. Ich bin hier noch nicht richtig. Hallo, bleib doch mal stehen. Muss ich jetzt hier noch weiter rein, oder? Telefon! So, weiter geht's.
Ich wollte gerade auf die Karte gucken. Ja, ich glaube, ich muss da weiter rein. Okay, okay, nein. Ich wollte mich nicht transformieren. Ich wollte eigentlich raus. Und dann hier durchlaufen. Sollte ja hier irgendwo sein, ne? Dann muss ich mal hier hoch und dann rüber. Also ich hätte wahrscheinlich auch von der anderen Seite reinkommen können, weil da müsste ja auch ein Weg sein. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wo der war, aber das ist auch egal. Wir gehen einfach diesen Weg. Das passt schon. Hoffentlich. Ja, da vorne ist unser Ziel, alles klar. War das Gebäude schon immer hier? Kommt mir gerade nicht bekannt vor, aber okay. Ist auch egal, ist auch egal. Vielleicht wurde es tatsächlich neu eingerichtet. Für diese Mission, sag ich mal. That must be Galvobard. They look nearly ready to strike the caravan. Thankfully, we're completely ready. Let's make this quick. Der sieht doch gar nicht so gefährlich aus. Also wollen wir mal loslegen. 40, ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. Let's go, let's go. Wenn ich kein SP habe, das ist egal. 30 bis 40 ist okay, denke ich. Das sollte alles machbar sein. Definitiv, definitiv. Bam, bam, bam. Erstmal alle getroffen. Und da habe ich auch schon genug SP. Also. Alles easy. Ein paar Mal damit draufhauen. Das sollte es gewesen sein. Richtig. Das war's. Da setze ich mich erstmal hin. I knew the prone had superhuman strength, but that... If you hadn't been with me, I fear I would have... well, died. You have my thanks. Now, let's hurry back and inform Pulala. Was? Er gibt sogar zu, dass er ohne uns gestorben wäre? Krass. Was geht mit ihm ab? Was geht mit ihm ab? Na okay. Dann wollen wir mal zurück zum Mondviertel. Das war ja einfach. Aber trotzdem hat er viele No-Point auf dem Gewissen. Ist nicht cool. Ist gar nicht cool. Aber zumindest die Karawane konnte gerettet werden. So, warst du schon für die Mission? Der wäre wieder ziemlich fix gegangen. Aber soll es ja nicht weiter stören. So, mal gucken. Ne, mit dir wollte ich jetzt nicht sprechen. Ja, genau du. Your noble people will never have to fear that monster again. Consider him deposed, permanently. This true? Truly? Oh! Pulala, not have words! HB is amazing! HB is best friend in world! HB is genius! And seeing you so happy makes me happy as well. Lobe HB dafür, dass er seinen Auftraggeberin glücklich gemacht hat. Ja. Such happiness is the reason we fight. It's a simple truth that is easily forgotten. Though I fear the current state of Blade is too inefficient to help everyone. Once I'm in charge, however, I'll whip the system into a logical order and have productivity through the roof. You're one of my scant few equals, you know. So I expect big contributions in the future. Alles klar, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Atomtrauma? Okay, Schildtechnik. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, wir nutzen die restliche Zeit noch und sprechen mal mit Aerio, denke ich.
Jupp, das hört sich nach dem Plan an. Oh, ein Gerücht. Schon mal mitnehmen. So, Erio. Was hast du denn diesmal auf dem Herzen? Was geht ab? Und warum? Warum bist du schwarz? Okay, sie hat sich gefragt, was Fortune wohl gerade macht. Die kann zwar den Definianern keinen direkten Befehl mehr geben, aber trotzdem gibt es immer noch welche, die auf sie hören. Und deswegen sollen wir da mal nachgucken. Okay, eine Definianerin namens Livia hatte wohl zuletzt mit ihr Kontakt und die sollen wir jetzt aufsuchen. Aber die wird wahrscheinlich getarnt sein. Und deswegen sollen wir jetzt erstmal Informationen sammeln. Okay. Können wir ja machen. Und jetzt erstmal ein Gerücht. Dann nehme ich noch schnell mit. Auf jeden Fall unter da vorne. Wahrscheinlich oben. Beim Verwaltungsbezirk. Habe ich mein Skelett irgendwo stehen? Nee, oder? Moment. Da gehe ich kurz mal zu meinem Skelett zurück. Wo immer der jetzt steht, weiß ich gar nicht. Obwohl doch, da wo wir die Mission wahrscheinlich abgeschlossen haben, ja. Aber ist ja kein Problem. Mit dem Ding sind wir ja schnell unterwegs. So, und hier muss ich suchen. Das ist wieder ein großes Gebiet. Deswegen würde ich einfach wieder vorschlagen, ich schneide das kurz. Ah, hier haben wir es. Hier haben wir es doch. Okay. Da vorne also. Na gut. Dann bin ich mit dir. Okay, alles klar, sie hat sich verraten und ist erstmal abgehauen. okay, dann reden wir mal mit Fritz. Vielleicht hat er mehr Informationen. Okay, die haben bei dem Waffen bestellt. Und zwar nach Oblivia in unserer Höhle. Da ist wohl ihr Versteck. Na gut, dann wollen wir mal dahin. Mal gucken, was die da treiben. Das geht ja so nicht. Wenn Fortune dahinter steckt, kann das nichts Gutes sein, auch wenn ihre Persönlichkeit jetzt ein bisschen, am Arsch ist, aber scheint ja immer noch Böses im Sinn zu haben, von daher sollten wir da auf jeden Fall mal nachgucken. Ne, da lagen wir schon richtig. Missionsmonster, brauche ich jetzt nicht. So, einmal hier da. Moment. Da habe ich auch was erspäht. Hier kann ich was untersuchen. Das nehme ich auch glatt mal mit. Hallo, Kamera? Alles klar. Das ist noch Level 3, okay. 6000 Credits. Sonst nichts. War nicht so eine gute Ausbeute, aber egal. Okay, weiter geht's. Da vorne ist das Ziel. Aber es muss ja eine Höhle sein. Warte, wo der Eingang ist. Okay, hier ist so ein kleiner Spalt, aber scheint es nicht zu sein, ne? Nope. Oh, hier sind Items. Die nehme ich mal kurz mit. Wenn ich schon mal hier bin. Vielleicht habe ich hier noch nicht. Kann ja sein. Okay, Höhle. Wo bist du? Ups. Freier Fall wollte ich jetzt nicht. Vielleicht sogar hier unten, das kann auch sein. Bisher kann ich aber noch nichts entdecken. Da vorne vielleicht? Moment, da geht's noch rein, oder? Sieht zumindest so aus. Ja, sieht gut aus. Düsen wir mal kurz lang. Oder? Hier scheint es wieder rauszugehen direkt, oder? Ja, doch. Und sonst ist hier nichts weiter, okay. Obwohl, doch, hier ist so ein Gang. Voll übersehen.
voll übersehen. Na okay, dann hier lang. Dann hier lang. Ein paar Items. So, und da vorne ist unser Ziel. Hier sind Truppenmissionsmonster. Ich kann nicht mal kurz mit, wenn die hier schon mal rumstehen. Können wir mal schnell verrecken gehen. Den. Was? Und weg bist du, mein Freund. So, der nächste auch noch. Einmal die Nahkampf-Kombo reinhauen. Und das war's. Nee, das war's auch nicht. Krass. Ein schlecht Typ. Nicht schlecht, ich bin fast beeindruckt. Aber nicht wirklich. So, die Kiste am besten noch mitnehmen. Dann hier so schönes. Ja, wenn die Anzeige mal durchscrollen würde. Okay, ich bin ein Cutscene. Egal. Nicht so wichtig. Okay. Fortune scheint sich aber wieder einigermaßen normal zu benehmen wie vorher halt. Hatte ich zumindest jetzt den Anschein. Und die meinte erst, die wird hier nur Urlaub machen. Und hat nur dann zugeflüstert, sie soll mich jetzt töten. Alles klar. Als ob ich jetzt nicht merken würde. Ist schon klar, ist schon klar. Na gut, sollte aber auch kein Problem sein. Die meinte, die wäre mir überlegen, ja klar, auf Level 39. Da waren die anderen aber stärker. Na gut. Okay, also Livia, ja, hat sich gegen Fortune dann im Endeffekt gestellt, weil die hat da eigentlich nur mitgemacht, weil sie versprochen hat, die Königin der Definianer zu werden, aber naja, das wurde ja leider nichts. Ja, ist dann abgehauen und wir konnten uns dann entscheiden, ob wir Fortune jetzt ja, eliminieren oder zurück nach LNA bringen. Ich habe mich dann doch entschieden, sie zurück nach LA zu bringen, weil ich meine, im Endeffekt kann sie uns sowieso nichts mehr anhaben. Und naja, töten wollte ich sie jetzt auch nicht unbedingt. Da bin ich so gutmütig für. Aber okay, Aereo ist dann gekommen und meinte, sie würde ihr eine Lektion erteilen, was auch immer das beinhaltet. Ist auch egal. Wir sind fertig mit der Mission, alles klar. Dann würde ich sagen, ich beende hier erstmal den Part. Und beim nächsten Mal. Weiß ich noch nicht genau. Sehen wir dann. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.